der berühmte schwarze Sandstrand mit Lavasand. Und das ist unsere Gruppe heute. Diese kleinen schwarzen Vögel sind die berühmten Darwin-Finken. In this island, in the wild, is not living the giant tortoise, just in this coral. Okay. Yeah. Hermana le ponen otoy y porotillo. Ya eso es lo que le ponen normalmente a estas tortugas que están en cautiverio. Yeah. Normally, the national park.
zwei verschiedenen Vegetationszonen sehen. Dort unten die trockene Zone und hier oben die feuchte. Die ersten Siedler lebten zunächst in dieser Höhle mit einer so dramatischen Geschichte, dass diese in den 30er Jahren die Weltpresse beschäftigte. 1929 erreichte der Berliner Arzt Dr. Ritter zusammen mit seiner Lebensgefährtin Doris Strauch und einem Gebiss aus Edelstahl Floriana. 3 Jahre später kamen Heinz und Margret Widmer aus Köln mit ihrem ersten Sohn Harry hinzu. Schließlich folgte die mysteriöse, in Anführungsstrichen Baronin, Wagner Bosket. Sie herrschte über ihre 3 mitgebrachten Liebhaber mit Reitpeitsche und Pistole. Nach einigen Auseinandersetzungen zwischen den 3 Parteien starb der Vegetarier Dr. Ritter an einer Fleischvergiftung, endete Doris Strauch in einer Nervenklinik in Berlin, verschwand die Baronin mit einem ihrer Liebhaber spurlos von der Insel und von ihren beiden anderen Liebhabern überlebte nur einer. Lediglich die Familie Widmer konnte Fuß fassen und ihre Nachkommen leben noch heute in Floriana. Ihr Anfang begann in einer Höhle. Hier befinden sich auch noch weitere Höhlen. Ha ha ha.